Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pinke Haare auf blauem Geleuchte. Man nennt es auch Portal Knights. Hi Sebastian. Hi Robin. Ja. Du wirst gerade voll bespannt. Wer ist bespannt? Du wirst gerade voll bespannt. Okay. Ich zieh mich gerade aus. Da hockt einer am Fenster und guckt dir dabei zu. Ja. Ich glaube, mich vage zu erinnern, dass wir Schuppen fahren wollten. Kann das sein? Das ist aber auch geil, wie er hier durch das Fenster geiert, ey. Wir haben eine Maus! Ja, ich hab eine Maus. Aber wie süß. Wie, du hast eine Maus? Die haben wir letzte Folge... Alter, du hast letzte Folge wirklich gar nicht aufgepasst, oder? Du hast letzte Folge alleine aufgenommen. Oh, ich habe letzte Folge alleine aufgenommen. Okay, ich nehme alles zurück und entschuldige mich herzlich. Ja, das ist übrigens eine Ratte. Das ist Kunibert. Alter, ich will auch so... Also keine Maus, ne? Aber ich will halt eine... Ratte. Was Cooles. Okay, Ratte, ja, Ratte, Entschuldigung. Ja. Wo kriege ich die her? Das ist Typ graue Ratte. Wo kriege ich die her? Ich will auch so... Also, die habe ich beim Raiden von dem Turm gefunden. Hier auf der Map. Ich habe nämlich letztes Mal noch so alles erledigt, was man auf unserer Map hier noch so machen kann. Damit wir, wenn du wieder dabei bist, direkt durchstarten können. Oh, wie cool. Das ist doch mal ein Angebot, oder? Sind das schon deine Klamotten, die du jetzt behältst? Ja, ich kann mir nichts. Brauchst du eventuell noch Rüstzeug? Ich brauch Schuppen. Brauchst Schuppen? Mhm. Dann, ich hab nur einen besseren Steinschleuder gemacht. Dann guck doch mal nach Head and Shoulders. Zu früh, Robin. Tut mir leid. 2, 4, 7. Boah, fett! 10. Bergarbeiterhelm, Abbauschaden plus 12%. Bam! Ich brauch 12 Schuppen. Scheiße, man steht jetzt eigentlich irgendwo noch, wo man Schuppen fahren kann. Kann man irgendwo im Wiki nachgucken? Sollen wir mal machen, hier wie auch googelt wieder. Wie wär's mit, nicht in der Welt, wo wir hin können? So viel kann ich dir versprechen. Der quiekt so geil, der Kunibert. Kriegersaurier, da! Kriegersaurier lassen Dinge fallen. Ja. Bis Level 9. Wüstenlandschaft. Okay, pass auf. Wüstenlandschaft. Ist das schon eine Wüstenlandschaft hier? Staubige Berge. Das ist eine Wüstenlandschaft. Was ist eine Wüstenlandschaft? Direkt die Stufe 2 Portal. Ja, aber da gibt's doch diese Dinosaurier nicht. Dinosaurier nicht, ja, genau, da gibt's keine Dinosaurier. Scheiße. Deswegen ja, gut, egal, wir müssen ja trotzdem dahin, damit wir weiterkommen, oder nicht? Das ist ja genau das, was ich die ganze Zeit sage. Dass wir sowieso nur eine Map haben, wo wir hin können und dass es das da noch nicht gibt. Also, dass wir da so oder so hin müssen. Okay, dann gehen wir jetzt hin. Ja, lass mal machen, ne? Dann machen wir das. Abflug! Ich spring genau ab, wenn die 1 kommt. Ach, dass du so eine Ritter hast. Das ärgert mich ja schon jetzt so ein bisschen. Ey, das ist die geilste Ratte überhaupt. Andererseits, ich überlege gerade, wenn die extra graue Ratte genannt wurde von den Entwicklern, dann gibt's ja vielleicht auch noch andersfarbige Ratten. Mhm. Sonst hätten sie ja einfach Ratte schreiben können, weißt du? Was gibt's eigentlich alles für Pets? Ich hab keine Ahnung, ich wollte mich jetzt nicht spoilern. Aber vielleicht kriegen wir jetzt mal was von der Story mit. Könnte Weil es, auch sein. Es soll ja irgendwo hier in den Maps auch versteckte, mehr oder weniger versteckte NPCs geben. Bist du noch da? Ich bin noch da.
Okay, weil ich habe gerade, also mein Drucker hat gerade die Netzwerkverbindung verloren. Deswegen habe ich jetzt Angst, dass mir das Netzwerk abschmiert, aber solange ich dich noch höre, ist ja alles nice. Oh, wer bist du denn? Oh, du bist aber gar nicht nett. Okay, ich wollte gerade nachgucken, was es für Pets gibt. Aber es gibt nirgendwo einen Wiki-Eintrag. Ja, aber wir am besten spoilern wir uns auch gar nicht, dann freuen wir uns nämlich mehr, wenn wir irgendwie den dreiköpfigen Riesendrachen finden oder so. Okay. Oder den weißen Drachen mit arschkaltem Blick oder so. Ja. Oh, ich durfte doch noch joinen. Herzlichen Glückwunsch. Ach so, okay. Du warst bis jetzt echt unterwegs. Krass. Ich sehe einen NPC, Mann. Lass da mal hin. Lass mal gucken, was bei dem so geht. Das ist Geralt. Geralt. Geile Sau. Boah, noch nie was zu geben. Cholula. Verbundene Träume erleben. Was zur Hölle? Ja, aber so sieht das aus. Alles klar. Pass auf, da hinten beim Tor und bei der Säule, die da in der Nähe vom Tor ist, da steht so ein Typ rum. Ja, auch. Der Kanal für pure Erotik. So, alles klar. Guck dir den mal an. Ich screenshotte den jetzt mal hart. Bam! Der wie die anspricht? Ja, auch. Der Kanal, der die Persönlichkeitsrechte von NPCs nicht beachtet. Perfekt. Okay, das, du laberst gerade mit dem, heißt... Ich wieder muss... guckt! Das Wetter ist herrlich für eine Wanderung. Tschüss. Okay, krasse, ja. Krasse NPC-Interaktion. Das ist, finde ich, richtig sozial, wenn einer dich so nett anplaudert, einfach erstmal Tschüss sagen. Ja, nee, ich klicke natürlich auf Plaudern. So, war's doch gar nicht. Boah, der sagt sogar richtig Sachen. Also der sagt so Sims-Kauderwelsch, weißt du? Aber immerhin sagt er was. Das ist übrigens Ulf. Ulf, der Abenteurer. Auf jeden ist ein Ulf. Ich habe große Schätze unter den Trümmern gefunden. Ja, Geilon, lass mal rüberwachsen. Direkt abziehen, weißt du, erst ein NPC, der über 10 Millionen... Ach so, mehr sagt er nicht? Okay. Unter den Trümmern, dann lass mal hier drunter buddeln. Ja, sind das Trümmer? Das sieht irgendwie für mich nicht wie Trümmer aus. Ich glaube eher, dass er so richtige Trümmer macht. Ja, zack, Trümmer, Schätze, fertig, ich bin da. Echt? Das eine Schuppe gekriegt. So, jetzt sind es nur noch 11, die ich brauche. Na gut, das war jetzt natürlich leichter als gedacht. Ich habe krass Hotel Trümmer gesucht, muss ich sagen. Ja, dann lass mal andere Trümmer suchen. Ja. Oh, danke. An den. Boah, Teamarbeit hier. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Dann gehen wir doch jetzt mal hier so irgendwie auf erhöhtes Gelände und suchen uns den nächsten. Ey, meinst du mal, da ist ein Vogel? Ist auch ein Vogel. Kann man den so abschießen? Ja, wenn du zielen kannst, dann vielleicht. Nee. Ach so, Alter, nein, das ist glaube ich nur eine Ambient Creature. Ich dachte, du meintest einen von diesen komischen kleinen fetten Papageien oder so. Nee, aber jetzt da hinten hier, ist noch so ein Trümmerding. Die Inseln, die sehen teilweise auch so random aus. Meinst du nicht, man kann da irgendwann drauf? Die sehen auch so nah aus. Also, du kannst da bestimmt drauf. Die Frage ist, ob das was bringt, ne? Nö, bringt wird das bestimmt nichts. Ich wollte mal gucken. Also, man kann sich da mit Sicherheit hochbauen. Würde ich jetzt aber mal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von ausgehen. Gut, machen wir mit dem Spiel durch sind. Dann erkunden wir nochmal die einzelnen. Oha. Ja, alles klar. Pass auf, ich baue jetzt hier schon mal so eine Treppe rein. Okay, mach das. Wenn du dich traust. Ich fahr mich. Mann, ey. Boah. Hier gibt's geilen Shit. Und es ist hier sowas von dunkel, das geht ja gar nicht.
Ich glaube, ich habe jemanden mitgebracht. Kannst du mal Licht machen? Ach, du bist auch ja kein Zauberer-Typ. Nö, ich bin der Typ mit der Steinschleuder. Dann hau ich jetzt einfach um mich. Einfach so Link-Style hier. Ich hab den Kupfer gefahren, ne? Was du schon mal brauchst. Ja, hab ich auch in den Folgen, in denen du nicht da warst. Ah, gut. Ich glaube, es geht darum, dass die Decke im Weg war, einfach nur. Du hättest nur den Deckenblock wegmachen müssen, dann hättest du nur einen wegmachen müssen. Ich kann den nicht abbauen, du stehst im Weg. Deine ja, Tolle, und ich kann den auch nicht abbauen, weil du im Weg stehst. Ja, bau ab. Ach nee, wir können den beide nicht abbauen, weil der Troll da drauf steht. So, deshalb. Gott sei Dank. Ja, das würde ich mal sagen, genuinely Troll, ne? So, ich mach den jetzt platt. Ja, bitte. Jetzt ist er weg. Hau mal kaputt. Nice. Ja, siehst du, geht. Man darf nämlich in dem Spiel keine Blöcke abbauen, auf denen jemand steht. Selbst wenn es nur ein NPC ist. Das Spiel ist ziemlich sozial. Jawohl, Level 2. Achso, das war dein Level Up. Ja. Achso, ja, ich bin ja auch schon auf 3. Das sollte erstmal reichen. Warte mal, hat der was fallen gelassen? Hat der eine Schuppe fallen gelassen? Der hat ein Holzstück fallen gelassen. Okay. Willst du das haben? Kannst du gerne. Ich häng da nicht dran, weißt du? Da hinten ist eine Mine. Ich will nichts einfach so laufen lassen. Und da ist noch so ein Turm. Ja. Okay. Ja. Let's go, Fridolin. Ich werde mich jetzt hier mal ebenerdig reinbauen. Ach komm, gehen wir mal die Grüße hier. Du stehst übrigens auf dem Block, den ich wegbauen möchte, danke. Ja, ich hab kurz den Gegner getötet, aber es hat gewirkt. Hat der jetzt eine Schuppe gedroppt? Nope. Ja, doch, 2. Oh, geil. Ja, oder? Finde ich auch. Das heißt, es müssen jetzt nur noch 8 Glück sein. Kurz mal rechnen. So, und den da hacke ich im Nahkampf um. Nahkampf! Oh, nein, dich nicht. Da oben sind auch noch 2. Cool, ne? Ja, finde ich auch. Da oben sind auch noch 2. Ach so, du meinst diese komischen Ruinendinger. Ja, ich wollte mich jetzt erstmal hier um diese Mine kümmern, die hier ist. Ich glaube, die haben die Sandpanzer ein bisschen genervt. Die hitten jetzt nicht mehr die ganze Zeit durchgängig, wenn sie durchrollen, sondern die hitten einmal. Ja, die haben auch ganz schön genervt, ey. Die waren richtig übel. Oh, hier ist ein Miner NPC. Gibt's ja nicht. Sag, gib Bescheid, wenn es Loot gibt, dann bin ich auch da. Hallo, tapferer Ritter. Das ist Morten, der Minenarbeiter übrigens. Die haben die besten Namen, ohne Witz. Wie könnte er auch anders heißen, ehrlich, ey. Tief unter der Erde findet man die meisten Erze. Okay, das krasse, krasse Geschichte, muss ich schon sagen. Warte mal, jetzt baue ich mal den Block weg, an dem er gerade hackt. Dann. Ja, jetzt haut er in die Leere, ne? Macht er mir Damage? Nö. Okay. Jetzt haut er in die Leere. Sagst du perfekte KI oder was? Aber sowas von. Sag mal, also, du brauchst ja hier nicht 2 Laternen, Kollege, ne? Da fängt ja schon wieder an, den Leuten Sachen abzuziehen. Ich glaub's ja nicht. Ich finde 2 Laternen in so einem Tunnel ist ein bisschen dekadent. Also, da habe ich mal ein bisschen zur Bescheidenheit aufgerufen. Ich fordere sie auf, bescheiden zu sein, gegen die Laternen. Ist ja gerade geplatzt in meinem Gesicht. Oh, scheiße. Jetzt hat sie ihn auch noch umgebracht. Nein, nicht den NPC, Mann. Das war hier nur so ein komischer Glubscher. Also, ja, hier ist alles durch. Ich habe alles great gelootet, was zu... Ja, an Türen.
Ja, und hier hängen auch schon wieder 80 Laternen in einem Raum, ne? Das ist auch nicht so nötig. Wie viel blaues Zeugs hast du? Blaues Zeugs, 20 Blöcke. Nee, warte. Na gut, ins nächste Portal. 22 Blöcke. Nee, ich hab doch die Mine noch gar nicht geradet, Mann. Ach so, du hast die Mine noch gar nicht geradet, Mann, alles klar. Ja, hier sind Skelette und so ein Shit. Kann man richtig skillen. Wie heißt die Maus eigentlich? Kunibert, hab ich doch gerade erzählt. Kunibert. Natürlich heißt sie Kunibert. Weißt du was? Ja, wie sollte eine Hausratte denn sonst heißen? Hey, Kunibert ist auf jeden Fall ein netterer Name als Kretze, ja? Ich finde damit. Herpes oder so, keine Ahnung. Ich finde da. Herpes, die Hausratte. Ja, echt, ne? Ist schon in meinen Top 3, würde ich mal sagen. Das ist sehr gut. Weißt du, wenn ich später mal meine Kinder benennen soll, dann frage ich dich. Du hast da ja irgendwie so ein Händchen für, habe ich das Gefühl. Okay. Ja, man muss halt. Der Trick ist halt, kreativ zu sein. Ich finde diesen blöden Eingang nicht in die Höhle. Okay, dich nenne ich Klötus und du heißt Arschwasser. Ja. Arschkratzer, Arschkratzer. Peter, nein, Arschkratzer. Ach man, ey. Kommst du jetzt mal mit hier oder muss ich die dunkle Höhle alleine durchführen? Ja, wo ist denn Guido, der geile Bergarbeiter? Der heißt eigentlich Morten, der Minenarbeiter, aber okay. Ja, ja, warte, ich komme mal kurz hier wieder raus, um dir heimzuleuchten. So, wo bist denn du? Bist du so weit weg auf der Map, dass man dich nicht mehr sieht, oder was? Nee, du bist... Hier, Fridolin, komm zu mir, hier. Lalalala. Siehst du? Oh, siehst du mich? Ach, da leuchtet es. Pass auf, hier hinten ist der Eingang. Oh, da bin ich jetzt zweimal dran vorbeigelaufen. So, und hier ist Morten, der Monster. Guido, was ist da los? Du haust in die Luft. Vor allen Dingen, in was für einer Frequenz, ne? Ja, der glaube ich, das Mineral da pulverisiert. Der hat an, ey. Ey, der sieht aus wie ein Lego-Männchen. Hör mal, da ist die Arbeitsfrequenz bei Minecraft mit der Diamantspitzhacke aber gar nichts gegen. Nee. Da lacht er drüber. Ich könnte jetzt nochmal 10.000 Mal auf Plauder drücken, erzählt er mir einfach mal das Gleiche, aber ich habe nächste Zeit mit dir unterhalten können. Ja, das ist schon mal schön. Das war vorher immerhin nicht so, ne? Bam, 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 bam. Oh, Scheiße, wenn er so weitermacht, der ist einfach durch die Welt gelatscht. Ja, wenn wir gleich wieder uns zurückporten auf unsere Heimatinsel, ist der schon da. Achte drauf. Ja, das ist ja schon durch mit dem Berg. Ja, okay, dieses dunkle Abschnittstück hier war jetzt ziemlich überflüssig. Ja, ich hole mir Blut. Hast du alles gelootet, was gab? Jo, was gab? Okay, dann nehme ich die Laterne noch. Mach das. So. Pro, verbrennen. Mana, verbrennen. Erde, verbrennen. Holz können da bleiben. Fackel. Ach so, lass mal hier eben den Inventarausgleich machen. Du hast Schuppen, ne? Ich schmeiß dir die Schuppen. Hast du Knochen? Nö. Dann mal ich die. Hast du Holz? Ja, hab ich. Nimm Holz. Hast du Kupfer? Ja. Nimm Kupfer. Hast du Baumwolle? Ja, die kriegst du. So. Schade. Ich dachte, die können sie erstmal hier ablagern. Ich hab schon gemerkt, ne? Netter Versuch, Kollege, aber so nicht. Ich hätte doch gefragt, ob du schon warst. Hast du Footballs? Nee, Footballs, sagst du. Footballs, ja. Nö, hab ich nicht. Hast du Steine? Weggeschmissen. Achso, okay. Nee, ich behalte die. Ich kann daraus hier Dingsbums machen. So. Ja, ich hab genug Schleifsteine gefunden hier. Achso, ja. Ja, gut, ich hab auch ein paar gefunden. Muss ich ja zugeben. Quietsch!
So, liebe Leute, da ist... Ach so, was passiert eigentlich, wenn man hier die Schiene kaputt macht? Da ist Holz, ein Kupfer. Guck mal, das lohnt sogar. Boah, Alter, was? Und dann, du brichst hier voll das Riesending raus und kriegst nur ein Holz und ein Kupfer daraus. Ja, Mann, die Leute, die hier die Schienen gebaut haben, waren sparsame Menschen, ja? Ja. Die kommen mit einem Baumstamm und einem Kupfererz, ziehen die hier erstmal so eine Trasse ein. Mach's erstmal nach. Wollte ich abmoderieren? Ja, wollte ich. Die Folge ist nämlich vorbei. Und deswegen sage ich bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Würde uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss. Und das kam spät.